Wir testen heute die neue Teamsuche in Brawl Stars. Von 0 bis auf 1000 Trophäen werden wir versuchen, mit jedem Brawler zu pushen. Und was dann passiert, ist es einfach nur unglaublich. Es ist viel zu stark und ich werde euch alles erklären, was ihr wissen müsst. Viel Spaß. Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir jetzt hier rein auf 0 Trophäen und müssen uns jetzt extra einen Brawler aussuchen auf 0 Trophäen, den ich jetzt extra fürs Video maxen werde. Also wen auch immer wir bekommen mit der Teamsuche, der erste darf sich auf jeden Fall freuen. Ja, weil wir mit dem Max-Brawler helfen werden. Wir schauen mal kurz. Das ist gerade die Duo-Shooter-Map, die wir drin haben und ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ich glaube, die meisten von euch wird bestimmt eher auch Chester interessieren. Der wurde ja jetzt eh gerade gebufft. Wobei es vielleicht soll ich meinen Brawler auch aussuchen, der jetzt auch wirklich stark ist, oder? Egal, wir gehen jetzt mit Chester. Ich habe erst mal drüber nachgedacht, das passt schon. Also direkt hoch, Power Level 11 einmal. Auf dem Account kann ich die Brawler eh sehr gut gebrauchen. Vielleicht auch einigermaßen viel Pushe. So mein zweiter Account für die loweren Brawler. Dann nehmen wir einmal das erste Gadget, dass wir das auch haben. Ich bin mal sehr gespannt. Hoffentlich kriegen wir überhaupt einen Gegner auf der Höhe. Mal schauen. Müssen wir eigentlich. Dann noch die neue Star Power. Oder, okay, anfragen wollen wir jetzt gerade nicht, Sekunde. So, jetzt müssen wir sogar hier nochmal Münzen kaufen. Oh je, machen wir einmal hier 360 Gems. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich auch gerne an Creator-Code JoJonas. Gerne auch alle 7 Tage neue, rechts im Shop eintragen. Dann nochmal Damage-Gear und, keine Ahnung, Schild. Okay, ich hatte das Gefühl, noch nie genutzt, das Feature. Ich bin so gespannt. Okay, wir starten ganz klassisch. Duo-Showdown. Und wo mache ich das jetzt? Sie haben das Menü. Da war normalerweise immer eine Lupe, wo ich jetzt draufdrücken konnte. Die gibt es gar nicht mehr. Stattdessen kann ich jetzt hier im Team spielen drücken. Okay, also es ist wirklich alles neu. Und hier haben wir jetzt die neue Spielersuche. Ich möchte Duo-Showdown spielen. Spieler suchen. Da ganz unten. Okay, suchen. LOL. Habt ihr das gesehen? Da war kurz so ein Symbol, das ausgegraut war. Und es ging ultra schnell. Das ist die neue Teamsuche ist schon mal viel schneller. Also schon mal ähnliche Trophäenzahl, auch 16.000. Der Typ hat das hier Angelo genommen. Wir schlagen vielleicht mal einen Brawler vor, der ähnlich hoch ist wie uns. Dann starten wir rein. Also gerade nochmal hier genauer sein Profil. 16.000 Trophäen. War auch schon mal Diamond in Ranked. Hat noch keinen Rang 25er, by the way. Okay, das ist auch krass. Okay. Und die meisten, also relativ standardmäßiges Profil. Halt ist nicht das krasseste, aber ja. Edgar auch sehr hoch. Ems ist der höchste Brawler. Er hat mein Team verlassen. Also, ich muss wirklich sagen, das ist doch schon mal komplett gefloppt. Wir wollten auf 0 Trophäen pushen und kriegen jemanden, der nur auf 300 ist. Egal, zweiter Versuch. Es geht super schnell, aber der Typ hat 87 Poco. Es geht schon mal nach Gesamttrophäen sehr krass. Also bin ich da auf den Main-Account dann später gespannt, gerade wenn wir höher sind. Okay, wir schlagen mal wieder einen loweren Brawler vor. Er ist raus. Okay, dritte. Aber ich ziehe mal einen Screenshot. Das sieht übel geil aus. Habt ihr das gesehen, dieses graue? Das sieht echt nice aus. Das ist die neue Teamsuche. Okay, 16.000. Er hat einen 840er. Komm, jetzt bitte nimm einfach einen loweren Brawler. Ich hab ihn gekickt. Okay, jetzt dauert die Suche auch irgendwie tatsächlich um einiges länger. Vielleicht, wenn man dann mehrere Male... Okay, nee, das geht jetzt. Und er nimmt... Okay, sehr gut. Das scheint jetzt endlich mal zu funktionieren auch. Okay, erste Runde. Ich bin super gespannt. Also es scheint sich sehr nach Trophäen zu richten, nach Gesamttrophäen und weniger nach Brawler-Trophäen. An der Stelle, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Aktuell kommen übrigens weiterhin tägliche Videos, obwohl ich hier gerade im Urlaub bin. Also ja, danke für jeden Support und wir sind weiterhin auf dem super Weg und kurz vor den 1 Million Abonnenten. Vielen Dank. Auf geht's. Jetzt hier die allererste Runde. Ich habe jetzt hier einen Max Chester mir extra geholt. Oh mein Gott. Also mal schauen, ob es dann irgendwie groß ändert. Aber vor allem eher mal schauen, ob wir halt auf den einzelnen Stufen einfach gewinnen können. Das ist eigentlich eher das Interessante. Ich hätte dann fast vorgeschlagen, lass dann jeweils auf verschiedene Accounts gehen. Ist dann vielleicht auch ein bisschen spannender, weil dann sehen wir noch besser, wie sich es auch nach den, wahrscheinlich eher nach den Gesamttrophäen richtet. Aber vor allem auf dem Main-Account ist dann halt das Spannende, ob wir dann noch gewinnen können. Und ja, die erste Runde, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, also ist doch jetzt bestimmt besser als irgendein zufälliger Mate auf 0 Trophäen, oder? Ich meine, ihr kriegt wirklich halt jemanden, das haben die schon krasser Wert, seid auch mal aufpassen. Ihr kriegt wirklich jemanden, das war schlecht, der halt auf demselben Trophäenlevel von euch ist. Ja, und jetzt sind wir schon mal auch direkt in Showdown und safe, wenn wir auf 0 Trophäen sonst jemanden gesucht hätten, hätten wir sehr wahrscheinlich nicht jemanden in der Richtung gefunden. Boah, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt gehen wir gleich auf einen anderen Account und gehen auf die nächste Stufe. Wir waren jetzt noch auf 0 Trophäen, ne? Okay, bis dahin, wir müssen noch den letzten Gegner finden. Aber seid ehrlich, die erste Runde haben wir zerstört. Mein Mate hat beide Gegner alleine gekillt. Ich bin komplett begeistert. Also, das ist krass. Das funktioniert super gut, oder? Also ich bin begeistert. Hier nochmal, ne, um zu zeigen, das war jetzt noch einer der schlechteren. Wir hätten uns auch einen aussuchen können, der auch viele Rang 25er oder sogar fast schon Rang 30er hatte. Auch da könnt ihr eben schauen und habt halt jeweils jemanden auf eurer Trophäenhöhe. Und damit gehen wir schon mal ein bisschen höher. Und zwar von 0 Trophäen gehen wir jetzt hier auf 140 Trophäen als nächsten Schritt. Also schon mal, ja, einen Ticken höher auf jeden Fall. Und wir kriegen nochmal einen Stardo kostenlos, einen seltenen.
Und jetzt bin ich halt gespannt, was wir auch für Gegner kriegen, ob wir auch hier gut gewinnen können. Okay, ich habe mir überlegt, diesmal machen wir es ein Ticken schwerer, indem wir einfach wirklich mal einen Brawler nehmen, der eben nicht Max ist. Das heißt, unser Mate muss es eher wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeiten. Ja, wir könnten Edgar oder Surge, wir nehmen mal Surge, der ist so um, ja, ist ein Elf jetzt schon sogar. Na, da haben wir auch schon ein Gadget drauf und jetzt bin ich halt super, super gespannt. An der Stelle, wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich ganz rechts kostenlos im Shop unterstützen mit meinem Creator-Code, der heißt JoJonas, ist völlig kostenlos, könnt ihr alle 7 Tage neu antragen und damit ermöglicht ihr auch meinen Content, dass ich das Ganze für euch hauptberuflich machen kann. Vielen Dank! Okay, wir suchen jetzt, was wir auch noch natürlich am Ende testen werden, ist, was denn jetzt ist, wenn wir im Vergleich, wenn wir den normalen Mate mit einem zufälligen Mate dann vergleichen. Wisst ihr, was ich meine? Also Spielersuche mit Randoms. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Werden wir noch testen, aber jetzt erstmal gehen wir in Dual-Shotern, drücken auf Suchen und jetzt müssten wir eigentlich einen Mate kriegen, wahrscheinlich mit um die 10.000 Trophäen, schätze ich. Problem, was mir halt bei dem System, ja, wir sind direkt hier, der hat jetzt auch Surge ausgewählt. Ja, das ist der Gegner, Mate. 10.000 Trophäen, also es geht nach Gesamttrophäen vor allem. Ob das dann auf dem Main-Account bei über 64.000 dann auch so sein wird, keine Ahnung. Das ist aber super, ist echt interessant, oder? Wirklich, wirklich interessant. Krass. Okay, der Mate hat natürlich inzwischen verlassen. Also da ist schon mal der größte Kritikpunkt, finde ich. Das klappt halt nicht so gut. Einfach aus dem Grund, weil wir kriegen zwar sehr guten Mates auf unserer Trophäenhöhe, aber von den Gesamttrophäen. Problem ist, ich will jetzt gerade Surge auf 160 pushen. Also deswegen ist der Mate mit Surge dann auch wieder direkt rausgegangen, weil er selber Surge auf 500 gesucht hat. Das passt ja gar nicht so richtig zusammen. Aber wir geben dem Ganzen natürlich noch eine Chance. Denn wir wollen ja dann auch noch auf die höheren Trophäen hochkommen. Aber was ist das denn? Dann sucht man selber auf 140 mit Surge und kriegt jemand anderen, der auf 5er Trophäen mit Surge halt sucht. Das ist ein Leon. Okay, der muss es halt einen neueren Brawler bitte nehmen. Wir schlagen mal einen vor, mal schauen, ob er es annimmt. So, er ist zumindest Barry, Power 7, aber halt auf 0, ne? Also allzu viel Auswahl hat er jetzt halt auch nicht gerade, ne? Von den Power-Leveln da unten, aber mal schauen, ob er es annimmt. Er schreibt, erledigen wir Quests. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Wir gehen raus und das ist echt, aber ist mal witzig zu sehen. Also die neue Suche gefällt mir aber schon deutlich besser als die alte, glaube ich. Ich glaube auch nach Gesamttrophäen sich zu richten, ist schon schlauer. Ich wurde aus dem Team gekickt. Junge, er war eine Sekunde drin. Was ist das? Let's go, endlich. Ich habe mir das Profil gar nicht angeschaut. Ich wurde gerade nämlich wieder rausgekickt. Das heißt, ich bin jetzt sofort auf bereit gegangen. Das Profil schauen wir uns mal gleich im Nachhinein nochmal an. Dadurch, dass ihr beide natürlich die gleiche Gesamttrophäenzahl habt, ist es eigentlich schon ein ziemlich faires System. Also mal schauen, wie sich jetzt hier Kikara anstellen wird. Nicht vergessen, ich bin jetzt nur Power Level 7. Also bin schon mal ein gutes Stück lower. Aber dafür natürlich auch, ist er auch nur Power Level 4 gewesen, glaube ich. Das ist natürlich, ich weiß es nicht, ob, also ich bin mal gespannt, was er so machen wird. Normalerweise würde ich jetzt zu meinem Mate auf 140 Trophäen nicht allzu viel, aber, na, okay. Ja, weiß nicht, ne? Also es ist nicht unbedingt besser. Wir werden es am Ende mal noch direkt im 1 gegen 1 vergleichen. Wenn wir dann einmal Randoms suchen und einmal Dings. Aber jetzt erstmal schauen, ob wir jetzt hier auch auf 140 Trophäen den Win holen können. Aber muss schon sagen, er kann mit Power Level 4 rein. Er ist auch instant gestorben. Kann man echt kann ich jetzt nicht so krass verteidigen. Aber okay, das ist gut. Okay. Seid ehrlich, das ist auch viel besser als ein Randommate für die Höhe, oder? Würde ich behaupten. Fair. Er ist am Anfang gestorben. Noch kann ich es nicht genau sagen, aber es fühlt sich viel, viel besser an. Nutzt die Teamsuche, kann ich echt nur sagen. Ich bin immer zu faul, die zu suchen. Okay, wir gehen mal jetzt mit Surge nochmal rein. Er ist nochmal gestorben, aber es ist völlig, das ist wirklich ganz, ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Er ist nochmal gestorben, fair. Aber er hat auch einen Kill gemacht, also, boah. Ich bin mal so gespannt, was dann die Mates erstmal drauf haben, wenn wir höher sind. Wobei das dann eher von meinem Main-Account abhängt und halt, also von meinen Gesamttrophäen und weniger von meinem Brawler-Trophäen. Mal schauen, also wir killen jetzt hier nochmal. Das war daneben, egal. Da machen wir jetzt hier mal das Gadget einfach irgendwie rein. Boah. Schauen wir uns mal sein Profil an, oder? Krass. Krass, wirklich. Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende auch noch auf 1000 gewinnen können, vor allem. Episch. Oh, ein Jeanette Spray, geil. Passt auf, okay, Profil. Ich kann jetzt auch direkt eine FL theoretisch schicken, will ich es aber nicht. Der war schon auf Diamond. Klassisch Edgar auf 650, okay, man kennt's. Ja, er hat viel besser gespielt als meine. Guck mal, der war Power Level 4. Also für die Höhe hätte ich jetzt wirklich keinen so guten Mate unbedingt erwartet. Krass. Okay, mach Daumen runter, tut mir leid, ich muss weiter. Tschüss, aber du warst gut. Nächste Stufe, nächster Account. Langsam gehen wir höher. Und zwar jetzt mal hier auf die 300 Trophäen. Habe ich überhaupt einen Brawler auf 300 Trophäen hier? Ah, ne, habe ich gar nicht. So, jetzt aber, wenn wir gewinnen, sind wir auch bei 300 Trophäen, also Rang 15. Also wir hatten erst Rang 1, dann Rang 10, Rang 15. Als nächstes werden übrigens die 5er Trophäen dran. Und wir sind jetzt ein bisschen lower. Wir sind jetzt ein bisschen lower, und zwar insgesamt. Weil wir kriegen einfach Mortis, glaube ich. Ne, wir kriegen Credits, schade. Wir kriegen 8-Bit. Wir sind auf 2007er Trophäen nur noch. Ich versuche dann noch einen Account zu finden, wo wir vielleicht sogar bei so 1000 nur sind. Und dann werden wir als nächstes Step dann machen, mal schauen. Wir kriegen jetzt mal hier 8-Bit. Und wir bekommen, nehmen wir mal Stu.
Aber bisher bockt's wirklich. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, bisher haben wir übrigens nur Duo Showdown getestet. Wir müssen natürlich auch noch 3 vs 3 testen, weil ich glaube, gerade da ist es halt geil, dass man halt nicht zufällige Brawler als Mates bekommt, sondern endlich mal eine Kombi bekommt, die man auch schon vorher abstimmen kann. Das ist eigentlich das Krasse. Aber wir machen nur mal eine Runde Duo zuerst, weil wir sind jetzt auf 2700 Trophäen. Ich glaube, das ist spannend genug. Wir suchen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie mein Team ist voll. Ich wollte auch nicht. Nochmal. Das ist gerade den ersten. Okay, oh mein Gott. Ja, das ist halt wieder, ne? Er kommt auf 700 Trophäen hier rein. Ah, das ist krass. Ich will natürlich jetzt nur nicht ihn bekommen. Boah, das ist halt so krass. Der kann man, der soll einfach, hier, nimm Edgar. Der hat auf der ungefähr selben Höhe. Das wird perfekt passen. Das ist halt so ein geiler Account eigentlich. Weil wenn ihr auf der Höhe seid, dann so jemanden zu kriegen, der schon einen Brawler auf 700 hat, ist halt krass. Und es geht. Das ist so krass. Jetzt konnten wir uns hier einen Mate aussuchen, der einen Brawler auf 700 schon gepusht hat. Überlegt mal, wir pushen gerade auf 300 Trophäen. Der wird safe normalerweise gut sein. Wir werden es natürlich jetzt sehen. Das ist krass. Das ist gerade für Lower-Accounts halt geil, ne? Weil gerade da könnt ihr euch ja Leute aussuchen, die vielleicht einen Rang 30er schon gepusht haben sogar. Als Beispiel, wenn ihr auf 1000 Trophäen pushen wollt. Das ist so... Ich werde das so ausnutzen, wenn wir höher sind. Okay, auf geht's. Sich wundern übrigens, der Account heißt hier Michelle nach meiner Freundin. Habe ich hier extra nach ihr benannt. Okay, wir sind Top 5 schon mal. Das ist halt die Frage. Wir rennen einfach mal rein mit dem Speed-Boost. Okay, das ist ein Jean. Ich habe Heal. Was macht er jetzt hier? Gut, bisher muss man auch wirklich sagen, in der Runde passiert auch nicht so viel. Er konnte jetzt nicht so viel falsch oder richtig machen. Wir laufen mal ein bisschen weg. Ich sag ehrlich, ein bisschen enttäuscht bin ich schon dafür, dass er einen Brawler auch auf 700 hat, oder? Hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr schon erwartet. Aber geht jetzt mal hier rein? Naja, also der Jump war es jetzt auch nicht gerade. Das war's, oder? Na lol, das war geil. Also sorry, Mann. Also, wie heißt der Typ? Venus XD. Hatte ich jetzt mehr erwartet. Ich weiß nicht. Also, er hat wenig gemacht. Ne? Er hat wirklich. Also dafür, dass er einen Brawler schon auf 700 hat. Check ich nicht so ganz, was er jetzt macht. Mal schauen, ob er nochmal irgendwer. Hallo? Nee, also das. Wir haben gewonnen. Aber ey, ich sag ehrlich, das war lost. Ich hätte da irgendwie Internetprobleme oder so gehabt. Guck mal, der geht 0-1 aus der. Also, das war jetzt eher wie ein Random. Und das, obwohl ihn ausgesucht. Aber komisch eigentlich, weil eigentlich hat er echt. Egal. Wieder Star-Drop, wir kriegen hier einen epischen. Komisch. Das ist auch ein ganz komischer Account. Von Rang 15 gehen wir jetzt auf Rang 20, also 500 Trophäen. Langsam wird es interessant. Das ist ein sehr interessanter Account, denn wir haben hier unter 1000 Gesamttrophäen. Was natürlich jetzt ein bisschen random wird, oder? Was wir jetzt hier bekommen werden. Da wir jetzt auch Sandy haben, ich will jetzt mal zum ersten Mal Brawl Ball testen. Ich bin super gespannt. Auf dem Main-Account gehen wir sowieso noch, dann kriegen wir auch sehr hohe Gegner. Jetzt müssten wir Leute kriegen, wahrscheinlich unter 1000. Ist natürlich jetzt ein bisschen lost, aber wir schauen. Okay, suchen. Noah, suche noch nach Mitglied. Okay, such nach Mitglied noch. Also wer ist erstmal Noah? Mal schauen. Ja, unter 1000, das ist halt krank. Also wenn ihr eure höchsten Brawler pusht, würde ich euch eher, glaube ich, empfehlen, vielleicht mit Randoms reinzugehen. Oder? Schon mal vom ersten Tipp. Weil ich meine, das wird's, wir kriegen ja immer Leute auf unserer Höhe. Das heißt, wenn wir auf 500 Trophäen... Wir wurden aus dem Team gekickt. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn wir auf 500 Trophäen suchen, aber nur 1000 Gesamttrophäen haben, also viel, viel höher als unsere anderen Brawler sind, dann finden wir nur Leute, die auch unter 1000 Gesamttrophäen haben. Also ich glaube, es macht dann da wirklich mehr Sinn, da mit Randoms reinzugehen. Aber wir müssen es euch jetzt durchziehen und versuchen trotzdem jetzt hier zwei Leute über die Teamsuche zu bekommen. Einmal hier 500, auch wieder unter 1000. Ich gehe jetzt einfach mal auf Ready. Das Ding ist, wir können uns darüber direkt sehen. Wir haben jetzt ihn... Ja, er sucht noch nach Mitglied. Wir hätten natürlich jetzt noch einen Random reinkriegen können. Wäre vielleicht witziger gewesen. Weil dann hätten wir sehen können, wie der Vergleich ist. Und wir haben jetzt noch ihn hier. Das ist wieder dumm. Der wechselt einfach auf Knockout 5 vs 5 und der andere geht nicht bereit. Also, egal. Lol, es gibt auch neue Sätze. Guck mal hier, alle bereit. Legen wir los. Erledigen wir Quests. Sammeln wir Trophäen. Hä, wie geil. Bin gleich so, es laggt. Entschuldigung, mein Fehler. Klasse, gut gespielt. Lol, GG. Wie geil. Das ist übel nice. Jetzt wollen die aber, dass ich Dynamike halt wähle. Das meine ich halt wieder. Die wollen gar nicht, dass ich diesen hohen Brawler nehme, obwohl ich den ja offensichtlich pushen will. Es ist ja einfach rausgegangen. Egal, wir gehen jetzt rein. So, und jetzt natürlich sehr interessant, denn jetzt haben wir einen zufälligen Teammate noch bekommen. Der El Primo wurde uns zugeordnet und jetzt vergleichen wir mal den Bass. Jetzt können wir auch direkt einen Vergleich auch nochmal hier sehen, wobei wir jetzt dann nochmal auch nacheinander testen werden, würde ich sagen. Gerade in Duo-Showdown oder mit höheren Brawlern bin ich da auch sehr gespannt. Auf geht's. Okay, also. Wir gehen mal rein, El Primo. Okay, die Gegner sind irgendwie so ein bisschen AFK sowieso alle. Okay, ja, der Primo ist direkt reingelaufen, ist gestorben, perfekt. Und der Bass. Also allgemein wirken beide Mates nicht so stark. Aber rein logisch gesehen, unser Primo-Mate, ne, da wir selber nur 1000 Trophäen hatten, konnten mit der Teamsuche ja scheinbar auch noch Leute finden auf so ungefähr 1000 Trophäen. Aber die Random-Suche, die müsst ihr wegen Sandy suchen, oder? Die müsst ihr einen Mate suchen mit 500 Trophäen. Mit dem Brawler, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich bin mal gespannt gleich, wie hoch der Bass dann im Vergleich ist. Oh, hier. Aber ich glaube, wir haben eh keine Chance. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann gleich höher ist auf dem Main-Account. Machen wir nach der Runde. Er versucht mal wegzulaufen. Komm, Bass mal drauf. Ja, nee, also das ist echt lost. Aber die sind beide nicht gut, Mann. Die sind beide nicht gut. Aber ich hab's halt gesagt, ne? Wenn man halt maximal
Klar, wenn man maximal Leute findet, die 1000 Gesamttrophäen haben und man auf 5er Trophäen pushen will, ist halt irgendwie logisch, dass es natürlich nicht gut funktioniert. Ja, also ihr seht, unser Team wird komplett auseinandergenommen. Ich kann jetzt mal die erste Ulti reinwerfen, die jetzt eigentlich auch fast noch gar nicht gelohnt bisher, weil meine Mates die ganze Zeit tot sind und ich natürlich auch eigentlich den Flächeneffekt ausnutzen will. Also das ist hardcore wirklich. Okay, wir spielen den Ball nochmal raus. Also ihr seht das, es ist grauenvoll. Es ist logisch. Wir kriegen nur Leute auf maximal 1000 Trophäen. Aber ich bin mal gespannt, was der Bassfürst jetzt hat. Oh je. Okay, wir geben mal noch nicht auf. Ich glaube, der Bass gibt gefühlt schon auf. Jetzt haben wir noch ein Stun-Gadget reingeschmissen bekommen, das ist Wahnsinn. Also Leute, es tut wirklich auch langsam echt weh, sich das Ganze anzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Wir kriegen auch den Dings nicht down. Kriegen wir nicht down. So, 2-0 gerade noch verhindert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf die Stats, was die so für Stats hatten. Ja, gut. 0-9 und 1-9. Ein Kill, 18 Mal gestorben. Ich sag ehrlich, das sind die schlechtesten Stats, die ich jemals gesehen habe von meinen Teammates. Also ohne es das Böse zu meinen natürlich. Also da ist die Teamsuche völlig schief geschlagen. Also ich glaube, wenn ihr wirklich einen Brawler habt, der deutlich höher ist als eure anderen Brawler, das ist dann gar nicht gut für die Teamsuche. Also jetzt hier zum Vergleich, das war der eine Mate über die Teamsuche. Maximal 1000 Trophäen konnte er wahrscheinlich haben wegen uns. Und das hier ist der Mate ohne Teamsuche. Der hat allerdings auch nur 1000 Trophäen tatsächlich, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann. Vielleicht richtet sich selbst auch bei den Randoms das irgendwie nach den Gesamttrophäen inzwischen sehr krass, glaube ich. Und nur zum Vergleich, die Gegner hatten, ging sogar 1800. Ah, ins Matchmaking spielt viel des Gesamttrophäen rein. Wir wollen natürlich jetzt sehen, wie das Ganze auf dem Main-Account aussieht und vor allem mit höheren Trophäen und höheren Gesamttrophäen auch. So, und jetzt natürlich immer das Spannendste zuerst. Ich will einfach mal testen, wenn wir jetzt meinen lowesten Brawler nehmen. Der ist jetzt bei 585 Barry. Also deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich zu meinen anderen Brawlern. Wie ist das jetzt genau, wenn ich da jemanden finde? Dann gehen wir noch auf 750 und dann höchster Brawler, by the way, den testen wir natürlich auch noch. Die sind so um die 1000 dann hier. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Wir gehen langsam ins Duo-Showdown mal wieder. Okay, Baby 585. Die erste Runde mache ich jetzt mit einem Random. Also jemanden, den ich jetzt einfach, ich bin einfach in die Runde gegangen und habe jemanden Random zugeteilt bekommen. Ich frage mich jetzt, wie wurde der mir zugeteilt? Hat er jetzt auch dann um die 64.000 Trophäen? Und wie hoch wird der Nachteil der Mate sein, den wir finden, über die Teamsuche? Vor allem bei den höheren Trophäen. Das will ich jetzt einmal erstmal direkt hier vergleichen, wie das jetzt hier ist. Also zuerst random ist das jetzt in dem Fall und danach die Teamsuche. Da kann ich auch eigentlich fast so mein eigenes Video natürlich zu machen, weil es echt auch super interessant eigentlich ist. Start ist auf jeden Fall super, ich habe 2 Cubes. Also ich muss wirklich sagen, Barry hier hoch zu pushen war für mich bisher nicht gerade einfach. Ich hatte halt oft sehr, sehr schlechte Mates dann wirklich gehabt, ne? Ihr habt ja gerade eben gesehen, 1-18 war es jetzt nicht, aber ich habe halt schon einige Runden mit Barry verloren, obwohl ich fast jede Runde Starspieler war. Ich habe jetzt hier in dem Fall Barry nur mit Randoms hochgepusht bisher. Und achso, das haben wir noch nicht gewonnen. Ja, und ich muss wirklich sagen, der Mate wirkt ziemlich krass trotzdem. Also, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt mit meinen Randoms, aber ich bin einfach mal sehr gespannt, wenn wir den sein Profil jetzt vergleichen mit dem Profil, was wir jetzt gleich finden werden in der Teamsuche. So, macht er auch stark, gutes Gadget. Hat er normalerweise genau. So, okay, wir haben jetzt einen Kill und jetzt bin ich halt gespannt. Was war das jetzt für einer? Was war das jetzt für einer, den wir bekommen haben? Hat der jetzt auch die End? Es war jetzt ein ganz normaler Random. Normalerweise hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, die waren immer ganz zufällig sonst. Mal schon Profil. Ja, okay, 37.000. Ne, der ist halt deutlich, deutlich unter uns. Und das hatte ich halt oft, dass ich dann wirklich Leute hatte, die halt, also gar nicht böse gemeint, ne, die dann halt deutlich weniger Trophäen auch hatten und dann auch teilweise nicht so gut gespielt hat, muss ich wirklich sagen. Das war so sein Profil. Hat eigentlich auch einen Brawler auf fast 1000. Das ist schon mal krass. Der war eh sehr krass. Der war wirklich gut. Also das war jetzt ein deutlich überdurchschnittlicher Random, würde ich sagen. Aber jetzt mit der Teamsuche. Ich meine, jetzt bin ich echt gespannt. Ich meine, rein logisch gesehen, das ist mein lowester Brawler. Ich glaube, gerade bei den niedrigen Brawlern, wenn wir jetzt jemanden kriegen mit 64.000, wäre das ja perfekt. Suchen. Und, okay, es dauert kurz, es dauert sogar ein bisschen länger. Ich kann mal hier kurz einen Screenshot eigentlich machen, das sieht eigentlich eh cool aus. Und, ja, tatsächlich merken wir, dass gar nichts passiert. Also vorhin hatte ich tatsächlich ziemlich schnell einen Mate, aber jetzt befürchte ich, dass meine Gesamttrophäen einfach zu hoch sind. Das ist aber nicht gut, finde ich. Weil das bedeutet ja, dass die Teamsuche, also ich meine, ich muss ja auch auf 64.000 das Feature nutzen können. Das ist ja sonst voll schade. Ich kann natürlich ansonsten nochmal schauen, wie es mit den höheren Brawlern aussieht. Aber das ist ja eigentlich gerade das Spannende, was wir auch eigentlich sehen wollen, oder? Wir haben einen Mate. Wir haben einen Mate. Dann müssen wir den jetzt wirklich nutzen. 63.000. Es funktioniert wirklich. Dann müssen wir dem jetzt einen lowesten Brawler... Ah, halt auch Barry leider low. Egal, wir schlagen einfach jetzt irgendeinen Brawler vor. Einfach mal einen möglichst lowen. Das ist natürlich dann dumm. Ne? Egal, nimm einfach Gray oder so. Lass einfach Duo gehen. Wir schaffen das. Nein!
Ich glaube fast, dass das... Aber okay, wir haben den Vergleich jetzt eigentlich ja gerade schon gesehen. Wir können jetzt eigentlich noch auf die nächste Stufe gehen. Wir haben ja jetzt gerade schon eindeutig gesehen, wenn wir mit Randoms reingehen, kriegen wir jemanden völlig zufälligen, in dem Fall jemand mit 37.000 nur. Wenn wir aber wirklich in der Teamsuche suchen, kriegen wir immer jemanden auf derselben Trophäenhöhe. Und das ist schon mal super nützlich zu wissen. Das heißt, gerade bei den Lowen Brawlern oder Brawlern, die wir so im mittleren Bereich haben, ist es sehr krass, die Teamsuche zu nutzen. Und weiter oben ist es, glaube ich, sehr, sehr dumm wahrscheinlich eher, weil es ja überdurchschnittlich dann ist. Okay, wir wollen uns trotzdem nicht beirren lassen. Wir haben noch zwei Tests, und zwar 750 und 1000. Das will ich vor allem wissen, ob wir 1000 Trophäen dann gewinnen können über die Teamsuche. Wir gehen wieder Duo. Wir machen einfach... Boah, Chester ist doch jetzt auch gebufft worden, das passt perfekt. Und jetzt wollen wir einen Win holen auf 750 mit Duo. Das wäre normalerweise sehr schwer, aber wenn wir jetzt einen guten Mate kriegen mit über 60.000 Trophäen, dann wird das doch bestimmt leicht. Okay, also ich muss jetzt wirklich sagen, es funktioniert auf 64.000 Trophäen nicht wirklich. Ich finde leider auch, also ich habe jetzt bestimmt ein, zwei Minuten, also mehrere Minuten halt gewartet und habe halt keinen Mate gefunden. Wir haben zwei Mates gefunden, die sind jetzt direkt rausgegangen, weil die natürlich auch genau für die Trophäenhöhe dann was Passendes suchen wollen. Und deswegen testen wir das Ganze vielleicht auch mal für euch ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, wie hoch die meisten von euch sind, aber wir testen es bei einer etwas niedrigeren Trophäenhöhe. Nee, ich glaube, ich sag ehrlich, wenn ihr vielleicht maximal 40, eher 50.000 Trophäen habt, wie die allermeisten Brawl Stars Spieler, ich glaube, dann ist das Feature nochmal deutlich schneller und einfacher zu nutzen, weil ihr bestimmt schneller Gegner Mates finden werdet. Also, wir testen es. Ungefähr dieselbe Trophäenhöhe. Ich wette, dass wir jetzt Instant Mate finden. Wie ist das jetzt? Was war das denn für eine Meldung? Passt. Ja, das meine ich halt. Let's go. Klar, das Problem ist halt jetzt wieder, wir sind deutlich über dem Trophäenschnitt. Das ist halt mein höchster Brawler, aber auch er hat ein paar 750er. Er hat mich jetzt gekickt in dem Fall, aber wir können da sehr schnell jetzt einen Mate finden. Und wir nehmen ihn einfach. Let's go. Egal. Und wieder würde ich aber hier sagen, dass das eher ein Beispiel ist, wo man vielleicht die Teamsuche lieber nicht nutzen sollte, weil, ja, wir haben den, also Mac ist mit Abstand unser höchster Brawler hier mit 750 Trophäen. Die meisten Brawler, die haben im Schnitt, glaube ich, den Brawler auf so 300 Trophäen nur auf dem Account. Und das heißt, wir werden natürlich auch Leute kriegen, die auch nur im Schnitt 300 Trophäen mit ihren Brawlern haben. Das heißt, hier wäre es natürlich normalerweise eher schlauer, ja, vielleicht mit Randoms zu spielen, würde ich sagen, und dann halt ein Random-Teammate zu kriegen oder vielleicht direkt einen Freund einzuladen. Aber ihr merkt schon, man kann, also das Video ist, finde ich, bisher sehr, sehr spannend. Ich bin vor allem auf die 1000 Trophäen gleich noch gespannt. Also ich habe jetzt schon einiges gelernt. Wir müssen, also die Teamsuche kann man super bei Brawler nutzen, die bei seinen niedrigen Brawler nutzen oder Brawler nutzen, die man vielleicht auf der gleichen Höhe hat ungefähr. Die Teamsuche ist auf jeden Fall nicht geeignet dafür, wenn man Brawler pushen will, die... oh, jetzt muss ich gerade aufpassen. Wenn man Brawler pushen will, die höher sind, ne? Also wenn einer seiner höheren Brawler pushen will, die deutlich höher als sein Schnitt sind. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, für die höchsten Brawler am schlauesten, entweder auf Randoms zu setzen oder halt auf Einladung. Auf jeden Fall. Also auf Freunde, die man vielleicht kennt, die einen dann carryen. Was wir zum Beispiel auch jetzt hier wieder sehr gut sehen können, der Typ hat einen Power 7 Poco, steht im Busch und gibt halt Daumen nach oben. Ne? Wir können aber gleich vergleichen, was so andere Leute in der Runde so für Trophäen zahlen und so für Brawler zum Beispiel hatten. Ich würde mal darauf tippen, dass sie schlechter als unser Mate sind. Besser. Mal schauen. Wir werden es natürlich jetzt hier gleich sehen können. Erstmal müssen wir jetzt die Runde hoffentlich gewinnen. Edgar müssen wir normalerweise kriegen können. Genau, da ist eine Melody. Das passt. Okay, was macht mein Mate jetzt? Oh, jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt habe ich einmal nicht getroffen. Jetzt ist auch noch Edgar gespawnt. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Normalerweise müssen wir da eigentlich... Nee, das ist ein Leon, oder? Das ist ein Leon? Das war ein Leon. Jetzt wird es sogar nochmal relativ knapp. Ich muss eigentlich sagen, der Mate hielt es immer ganz gut und macht das auch eigentlich jetzt nicht taktisch ungeschickt. Er geht jetzt auch nicht zu offensiv oder so. Gefällt mir sogar nochmal ganz gut. Wir können die nächste Ult jetzt hier rauskriegen. Nehmen wir es am besten erstmal, ich versuche jetzt hier noch ein bisschen zu decken. Ich mache jetzt hier noch einen Heal. Genau, erstmal jetzt hier am besten drauf, genau. Schön am besten zusammen jetzt hier auf das Team. Na, hier gehen es zusammen auf uns, egal. Das passt, schöner Heal nochmal. Da kann man echt nichts sagen, oder? Oh, oh, nice. Also klar, am Anfang war er nur im Bus gestanden, hat da gecampt. Ne? Aber insgesamt war das, finde ich, noch eine solide Leistung auf jeden Fall. Also wir vergleichen jetzt mal seine Stats halt. Sorry, ne, GG's erstmal an ihn. Mal seine Stats mit den restlichen so. Aber jetzt wirklich sagen kann, dass er jetzt auch schlechter war. Also rein vom Profil, ne? 16k. Ich meine, er hat auch schon mal Brawler auf 25 gepusht. Ich würde auch sagen, auch er ist überdurchschnittlich. Guck mal hier, dass er wirklich da ist, weil es zwei deutliche 25er, das ist auch krass. Mal schauen. Nee, sogar besser. 9000? 14.000? 15.000? Okay, krass. Das ist aber auch nicht normal. Okay, das ist auch nicht normal, weil das Ding ist, wenn ich jetzt auf meiner Trophäenhöhe, also 750 auf meinen Main-Account reingehe, da finde ich ja nicht nur Leute mit 15.000 Gesamttrophäen. Das ist auch das neue Matchmaking. Aber selbst bei höheren Trophäen kann scheinbar auch die Teamsuche dann doch funktionieren. Das war der Beweis. Der hat sogar ein besseres Profil als die meisten auf der Trophäenhöhe. Eine Sache fehlt aber noch. Und zwar die eigentlich...
die am spannendsten ist. Und zwar will ich versuchen, einen Tausender zu schaffen. Also meinen Brawler wieder über 1000 zu kriegen, den wir gerade auf 999 haben. In dem Fall, oder sagen wir Kid vielleicht lieber, 991. Kid in Duo auf jeden Fall. Problem ist, Kid ist halt aktuell nicht so stark. Ich hoffe, er wird es trotzdem auch zulassen, dann der Mate. Wir brauchen jetzt halt erstmal einen Teammate. Wenn es gar nicht geht, gehen wir vielleicht sogar mal in 3 vs. 3 gleich zum Testen. Aber eigentlich ist Showdown der beliebteste Modus. Ne? Wir suchen jetzt auch gerade ja nur einen Showdown nach Gegnern. Ist halt auch die Frage, ob wir dann vielleicht in Robber zum Beispiel schneller Gegner finden würden. Ich hoffe, ich finde überhaupt halt einen Gegner, weil gerade eben war es irgendwie gar nichts. Oh, das ging sofort. Ich habe gerade noch gegessen sogar nebenbei. Ich nehme Melody für Brawlball. Das ist perfekt. Melody super, wobei ich bin nicht gut mit Melody. Lili ist eigentlich stärker. Dann nehme ich nehme Lili. Ich soll Frank nehmen. Ja, ich will aber eigentlich jetzt auch einen auf der Höhe nehmen. Ich bin jetzt auf fast 1000. Nee, ich nehme jetzt lieber meinen, oder ich nehme Draco. Komm. Und das ging instant. Wir schauen uns die Profile gleich nochmal schnell an. Aber ich will jetzt auf gar keinen Fall, dass die rausgehen. Und wenn wir gewinnen, haben wir 1000 Trophäen mit Draco wieder. Deswegen habe ich das auch schnell gemacht, dachte ich mir. Das wäre jetzt übel krass. Also in Showdown hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, es liegt daran, dass halt die meisten auf dieser Trophäenhöhe nicht so viel in Showdown pushen. Auf 64.000 pushen die meisten dann wirklich eher in 3 vs. 3. Also Brawler habe ich sofort ein Team gefunden. Habe jetzt hier einen Chester, habe jetzt hier eine Mag. Und das wäre ein krasser Abschluss, wenn wir das jetzt hier gewinnen würden. Leider wurde Draco ziemlich genervt, aber müsste eigentlich immer noch ziemlich stark sein. Ich habe den leider auch beim 1000 Trophäen-Push total falsch gepusht. Inzwischen weiß ich eigentlich ganz gut, wie ich den Brawler spielen muss. Also, ja, ich bin gespannt. Wir werden sehen, wie es jetzt hier so laufen wird. Wir drücken einmal hier die Ulti. Gehen jetzt hier nämlich einmal voll rein, genau, und müssen jetzt einfach hier. Ja, also schauen, was wir überhaupt hingehen. Genau, können jetzt hier den hier rausnehmen. Perfekt, haben jetzt hier einen Double Kill geholt. Und ich denke, dass die Mates hier wesentlich stärker sind als die normalen Mates. Hoffe ich zumindest. Sieht gut aus. Wir haben direkt wieder die nächste Ulti, muss ich aufpassen. Okay. Hey, das ist geil! Wir spielen hier ein 1000 Trophäen-Match mit Randoms, aber es wirkt tatsächlich, als ob die wirklich deutlich stärker wären als die normalen Mates. Ich muss es hier aufpassen wegen Surge nur, genau. Ich habe jetzt hier die Ult gedrückt, kann jetzt hier direkt den Surge hoffentlich ausnehmen. Gadget. Ja, das Gadget war schlecht, egal. Das war ein bisschen schlecht getimed alles, aber am Ende war es ein Trade. Meine beiden Mates sind immer noch am Leben, also niemals hätte ich mit Randoms, glaube ich, so gute Leute auf 1000 Trophäen gefunden. Ich bin absolut begeistert. Das ist krass, wenn wir jetzt hier wirklich gewinnen könnten irgendwie. Das muss ich eigentlich aufpassen. Wo ist der hin? Okay, Surge ist halt ein Konter für uns leider. Surge ist echt mies. Aber Junge, die Mag spielt echt gut. Jetzt hier Bibi rausnehmen am besten. Ich treffe gar nichts mehr jetzt. Jetzt habe ich die Ult gefarmt, ganz wichtig. Genau, mit der Ulti halt immer wieder reingehen jetzt. So, jetzt hier extra abgewartet, Ulti gesetzt und jetzt halt wieder schön rein. Ne? Jetzt wieder schön rein. Auf den Surge können wir jetzt auch schön drauf gehen. Genau. Der kann jetzt eigentlich nicht... Junge, was ist das? Das ist... Also wirklich, ich werde das öfters nutzen. Das ist krass. Das ist eigentlich jetzt sehr interessant, das ist ein Test von allen, müsst ihr wissen, ne? Und das kann ich hier wieder schön, genau so. Gadget, nächste Ulti. Oh. Muss also dazu sagen, Draco ist immer noch sehr, sehr stark. Oh, gutes Gadget. Draco ist immer noch sehr, sehr stark, sieht man jetzt hier nicht hier auch. Zwar nicht mal optimal gespielt von mir. Der wurde auch schon leicht verschlechtert, oder sogar deutlich, dass er auch mehr Schaden kassiert. Das ist ein komplett souveräner Sieg bisher. Also wenn wir jetzt hier noch den Ausgleich kassieren würden, wäre es echt bitter. Ich spiele den Ball jetzt hier extra nochmal in die Ecke, deswegen. Ich muss aber echt aufpassen. Oh nice. Das sind noch 10 Sekunden. Ich muss ja echt aufpassen. Gadget, Ulti. Oh, war eigentlich auch ein schönes Spiel von mir, fand ich. Also trotzdem, das lag wirklich. Also ohne Witz. Ich finde, die Mates waren richtig krass, oder? Die waren insgesamt nochmal besser als ich, würde ich fast. Ich kann es gar nicht genau sagen. Schauen wir mal die Sets mal an. Das war krass. Habe ich noch nie erlebt. Auf 1000 Trophäen. Ja, hier, sage ich doch. 6 zu 1 und 2 zu 0. Klar, ich war auch gut dabei. Ne, wir sehen es hier, die waren halt ungefähr auf meiner Höhe. Haben alle ähnlich viel Schaden gemacht. Vor allem der Chester war sehr, sehr krass. Aber muss wirklich sagen, das waren richtig, richtig gute Mates. Was ist das? 1000 Trophäen. 1000 Trophäen. Ich habe niemanden einladen müssen. Keine Freunde gebraucht. Nichts. Geil. Tut mir natürlich jetzt leid, dass ich raus muss. Ich schreibe dir nochmal GGs. Das ist ja so krass. GG. Wahnsinn. Und wir wollen natürlich jetzt nochmal wissen, wie hoch waren die Gegner und wie hoch waren meine Mates. Also Profil. 62.000, also wie gesagt, das Matchmaking geht inzwischen auch sehr krass nach Gesamttrophäen und eben nicht nur nach Brawler-Trophäen. Also auch eure Gegner sind einfach meistens oder sehr oft auf eurer Trophäenhöhe. Das heißt, auch 1000 Trophäen sind halt leichter mit einem Brawler zu erreichen auf einem Lowen-Account als bei mir jetzt auf 60.000 Trophäen. Das ist viel schwieriger, ja, weil die Gegner auch höher sind meistens. Und hier sehen wir es auch dementsprechend. Okay, er war jetzt auf 29.000 sogar, war jetzt nur okay. Krass, und er war auf 34.000. Und das ist es halt. Und die hätte ich als Randoms bestimmt bekommen. Das sind wahrscheinlich die, die ich zufällig dann gefunden hätte auf der Höhe. Hier mit 34.000 und 29.000. Und stattdessen habe ich jetzt zwei Leute gefunden mit 64.000. Das hier ist das Profilnummer. Das ist so krass. Guck mal hier, der hat auch schon viele Tausender gepusht. Ein super starker Mitspieler einfach, den ich einfach so gefunden habe, jetzt mit vielen Rang 30ern, den ich nicht kenne. Also, ja, ich habe ansonsten irgendwelche deutschen Pros, die ich halt aus Streams dann kenne und die ich dann ranhole. Und zum anderen Naruto hier.
63.000. Total krankes Profil, ne? Was soll man sagen? Klar, dass wir das mit dem geschafft haben. Der hat ja auch super gespielt. Der loweste Brawler, oder hier die loweren, würde ich mal sagen, die meisten so auf mindestens 800. Teamsuche, genial. Teamsuche ist absolut unfassbar viel besser, muss ich wirklich sagen. Geil. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich unbedingt ein Abo da, gerade wenn euch dieses Video geholfen habt. Würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos ganz rechts im Shop supportet mit meinem Creator-Code. Der heißt JoJonas. Gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Und bis dahin, nutzt auf jeden Fall die Teamsuche. Probiert's mal aus. Das ist für mich, das hat mir so geholfen. Ich bin übrigens gerade noch im Urlaub, trotzdem kommen weiterhin tägliche Videos. Da ist noch der Abspann verlinkt und haut rein. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Ciao.